Eben nicht. Warum? Weil OBS dumm ist. Doch. Oh, da kommt noch ein Badam. Was setzt du Heido da eigentlich ein? Kugelsaat? Oh yeah. Oh yeah. Oh, und ich habe gerade was entdeckt. So, jetzt soll es besser passen. Jetzt klinge ich nicht mehr so mono auf der einen Seite. Gut. Rubin, Randomizer, Nuzlocke. Kennt man. Hat er es gespeichert? Nein, hat er natürlich nicht. Da und Raum 2. Gut, starten wir mal ein Spielchen. Sorry, dass du warten musstest. Willkommen in der Welt der Pokémon. Mein Name ist Birk. Hi, Birk. Baum. Bist du Groot? Er ist Groot. Er ist Groot. Aber jeder nennt mich nur Professor Pokémon. Nein, du bist Groot. Eindeutig. Das nennen wir ein Pokémon. Oh my goodness. Man hätte es gedacht. Auf dieser Welt leben Wesen, die uns als Pokémon bekannt sind. Wir Menschen leben Seite an Seite mit ihnen als Freunde oder als Arbeitskollegen. Und manchmal schließen wir uns mit ihnen zusammen und tragen Kämpfe gegen andere aus. Doch obwohl wir den Pokémon so nahe stehen, wissen wir noch nicht alles über sie. Es gibt noch viele, viele Geheimnisse über die Pokémon, um die Mysterien der Pokémon aufzudecken, widme ich dich Erforschung. Genau das tue ich. Und wer bist du? Ich bin ein Mädel. Wie immer bei Pokémon. Und nein, ich heiße weder Petra, Tanja, Andrea noch Sandra. Ich heiße... Wie immer, muss ich dazu sagen. So, Kinders. Ah, du bist also Felicia. Ja, bin ich. Hi, Nasgnet. Okay, jetzt habe ich es. Du bist Felicia und bist gerade nach Wurzelheim, in meine Heimatort gezogen. Aber wenn du das sagst. Gut, bist du bereit? Dein eigenes Abenteuer wird nun beginnen. Hab nur Motorstütze, die dich in die Welt der Pokémon, wo Abenteuer, Träume und Freundschaften warten. Freundschaft. Gut. Abenteuer. Komm später in mein Pokémon-Labor, ich erwarte dich dort. Yay. Gut, für die Leute eventuell, die nicht wissen, was ein Randomizer Nuzlocke ist, ich habe die ROM des Spiels genommen und habe sozusagen Pokémon gerandomized, also sozusagen die Starter, die ich kriege, die ganzen Pokémon, die man im Feld findet, sind mit similar strength randomized. Also, uns werden nicht direkt Legis oder so entgegenkommen. Du bist richtig leise. Ich bin nicht leise. Geht nicht lauter. Dann bin ich im roten Bereich. Wupp, wupp kommt da. Hoshi, jetzt hast du mich aus dem Konzept gebracht. Was habe ich gesagt? Irgendwas mit Randomizer. Ist egal, wir gehen jetzt raus. Bleib. Bleib! Na gut. Nein, ich mache jetzt keine weiblichen Stimmen. Danke. Kann ich ja mal noch ein bisschen minimal lauter machen. Eigentlich wollte ich alles vorlesen, aber inzwischen gerade habe ich keinen Bock mehr, weil Birk hat schon so dermaßen gelabert. Groot natürlich, nicht Birk. Er ist Groot. Hat eindeutig gesagt, er ist Groot. Oh, Fati hat gesagt, ich habe eine neue Uhr. Nee, Mutti hat gesagt, ich habe eine neue Uhr von Fati. Wie spät ist es? 1934. Viele Kinder, die nach 2000 geboren sind, würden hieran jetzt schon scheitern.
So, lass mal. Ach komm, nochmal schon 35. Jo, passt. Es ist kaum spielt mal Pokémon, kommen die ganzen Mods hierher. Wie gefällt dir dein neues Zimmer? Es ist scheiße. Das einzig Gute daran ist, ist der Gamecube da. Mit dem Gameboy-Player dran. Ansonsten, ich will eine Digitaluhr. Felicia ist das der Name des Babys? Nein, Felicia ist mein Name, wenn ich immer Pokémon spiele. Weil ich spiele in Pokémon, seitdem man auswählen kann, ob man männlich oder weiblich spielen kann, spiele ich immer weiblich mit Felicia. Beziehungsweise, wenn die Zeichen lang genug sind, Lilith. Nee, Lilith sag ich schon. Lilith wird auf jeden Fall passen. Lilith Yell. Das ist eigentlich immer so mein Hauptsache. Mein hauptsächlicher RPG-Name. Auch im Erdgeschoss ist alles komplett eingerichtet. Ja, Mutter, du hast nichts gemacht. Du hast Pokémon arbeiten lassen. Du bist eine Pute. Stimmt, schreibt sie. Oh, ein Glück, dass ich das gelesen habe. Das sind Dinge, die ich immer wieder vergesse. Itemlager, Item nehmen, ein Trank, yay. Ach stimmt, ich habe meine Dingens noch nicht. Ah, Felicia, schnell, komm schnell her. Ja, was ist denn, Mutter? Da ist die Arena von Blutbox City. Ich glaube, Fatih ist im Fernsehen. Ach, Mensch. Oh, das war unsere Reportage über die Arena in Blutbox City. Oh, schon vorbei. Ich glaube, Fatih war im Fernsehen. Wir haben ihn verpasst. Schade. Ja, hättest du mal eher was gesagt. Wenn ich noch oben gewesen wäre, hättest du gebrüllt. Kind, komm runter. Dein Vater ist im Fernsehen. Aber nö, sie wartet, bis ich runterkomme. Und dann laden sie mich erst mal 10 Minuten zu. Meine Güte! Unsere Babys werden Rambo Rainer und Jackie Cola heißen. Nein, Matt Eagle. Mutter! Du bist scheiße! Was macht die Mutter eigentlich hier in dieser Edition außer uns heilen? Ich glaube, wir sind rüber, oder? Das hab ich schon wieder vergessen. Ja. Zumindest wird das getriggert. Hallo, Mutter von. Keine Ahnung. Woher will sie das wissen? Ich hab nichts gesagt. Du bist auch scheiße. Du kannst Gedanken lesen. Kommt irgendwas im Fernsehen? Ah, Mutti würde dieses Programm gefallen. Ja, die sitzt ja auch nur zu Hause und glotzt Fernsehen. Wo zum Henker pennt die eigentlich? Schuhe geben, stimmt. Der drittgeborene Matt Eagle. Ah, guck mal. Der Typ hat auch einen Gameboy-Player. Ach nee, ein Game Boy Advance ist angeschlossen und dieses. Man konnte den Game Boy Advance da an den Gamecube anschließen? Ich brauche einen Game Boy Advance. Das wusste ich. Ich habe einen Game Boy Player. Ich habe extra für die Scheiße einen Game Boy Player gekauft. Ich wusste nicht, dass man da einen Advance anschließen kann. Na? Bist schon so alt, dass deine Haare schon weiß sind. Na, Pokémon bei guter Gesundheit. Items verstaut. Vor allem seine Pokémon sagen bei guter Gesundheit und seine Items sagen, verschaut fehlt noch was. Ah, wer bist du denn? Ach, du bist Felicia, richtig. Du bist nebenan eingezogen, stimmt's? Nein, unten drunter. ich wusste nicht, dass du ein Mädchen bist. Ja, Probleme. Ich könnte auch ein Transsexueller sein. Ich könnte auch ein Metrosexueller sein. Ich könnte auch... ein Zirpeise sein! Alter, der ist voll sexistisch! Ich darf einen Advance shoppen? Ja, Schatz, du darfst einen Advance shoppen! Los, ich hätte gerne den lilanen. Oder den durchsichtigen. Groot hat mir erzählt, dass nebenan das Kind eines Arenaleiters einzieht. Nein, Mann, unten drunter. Und irgendwie habe ich gedacht, du seist sein Junge. Oh. War natürlich wieder klar. Weißt du, also instant, ne? Arenaleiter hat ein Kind, muss ein Sohn sein. Ja, weil Chabo und so, ne? Nee, Babo. Chabos wissen, wer der Babo ist. Hi Brix, hallo Nachbarin. Oh, ich habe kein einziges Pokémon. Das wird sich ändern. Durchsichtig beste, ja, auf jeden Fall. Ich hatte schon mal so einen durchsichtigen Controller für die PlayStation 2 und ich hatte einen durchsichtigen Game Boy Color. Nee, Quatsch, das war nicht der... Doch, das war, glaube ich, der Color. Ja, der Pocket war, glaube ich, noch mit diesen normalen grün, gelb, blau, lila. Ey, renn nicht vor mir weg, du bist dick.
La 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 la. Ah, die Kraft des Windes ist atemberaubend. Ui! Ich suche Farbe aus. Okay. Ich hatte den durchsichtigen Color. Ah, geil. Ah, ich hatte ein paar Colors. Ich hatte einmal den dunkelgrün, einmal den hellgrün. Und ja, du hörst Sachen am Ende der Straße. Dann geh hin, meine Güte. Da liegen drei Pokémon. Groot braucht Hilfe. Dickenbashing? Diabo? Hallo? Ja? Ich kann nicht noch mehr ein Hohlkreuz machen. Also vor Diabo. Ja. Oh, da drüben, Hilfe. So, jetzt bin ich gespannt. Es kommt bestimmt total die Meme-Pokémon. Eine Eichelnuss. das ist schon mal gestorben. Gut, Samurzu. Fuck! Kann ich mal was Gutes bei rumkommen? Also ja, es waren zwei gute Sachen dabei, aber... Ein Starter für einen Starter austauschen. Ein Glück, dass die Nuzlocke erst losgeht, wenn ich Pokebälle hab. Das wird anstrengend. Was war das dritte? Feuerriegel und Flamly. Ja, beide toll. Also, ich würde Feuerriegel tatsächlich über Flamly setzen, aber... Ich bin froh, dass ich mich nicht an die Level Cap halte. Alter, es braucht nur so wenig Erfahrungspunkte, ey. Keine Ahnung, warum es so eine komische Eichel nimmt. Ja, ganz einfach. Ein Starter mit einem Starter ersetzen ist scheiße. Es ist langweilig. Oh, ja, Groot, du hast im hohen Gras Pokémon studiert. Oh nein. Du studierst seit Jahren Pokémon und wirst von einem Pfiffchen angegriffen. Oh my goodness. Ja, ich bin Felicia. Es ist schön, dass wenigstens jeder bisher so mitbekommt, dass ich Felicia bin. Ja, dein Vater hat mir schon viel von dir erzählt. Warte mal, es ist Groot. Ich bin Groot. 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 Ich bin Groot. Hey, ich habe Samurzu. Es gibt übrigens kein Naming-Theme. Und... du bist weiblich. Du bist zu einem Tangolist. Nee, falsch. Nee, Eichilda, nee. Sag mal, Schatz, was machst du eigentlich hier in diesem Stream? Du bist zu Gast irgendwo. Du kannst nicht einfach irgendwo Streams gucken. Irgendwas mit K. Kuni... Kunigunde. Jo, passt. Eichilada. Nasenfrau. Oh Mann. Es, hast du das? Nein, hab ich nicht. Ach, sei doch nicht so. Ach, du mich auch. Oh Mann. Ich spreche den jetzt nicht an, weil ich hab Schiss, dass er mir Pokebälle gibt. Mutter! Gib mir meine Turbo-Treter! Oder krieg ich die erst später? Oh, das war eine gute Idee. Ich glaube nicht, dass wir geheilt wurden. Gut, ja, Kunigunde. Oh, Frühwecker. Immerhin schon mal etwas. Du bist robust. Das heißt Verteidigung hoch. Das ist jetzt... Okay. Ah.
erst nach dem Brix-Kampf. Oh Gott. Aber wir können es ja schon mal spoilern, was wir kriegen. Okay, wir spoilern es nicht. Los, gib mir einen Trank. Ja. Ja, genau. Da, wo Mark dran steht. Das mit dem blauen Dach, ist schon klar. Los, gib mir mein Werbegeschenk. Danke. Ja, aha. Kriegen wir eigentlich auch 3000? Ja. Oh Gott. Oh nein. Vor allen Dingen, wir haben den Flemly-Starter genommen. Das heißt, Brix hat Flemly. Was noch viel beschissener ist, wir müssen gegen Brix gewinnen, damit es weitergeht. Gib mir mal noch 3 Tränke. Danke. Ja, vielleicht noch ein Gegengift. Obwohl. Lass mal direkt noch 2 kaufen. Paraheiler. Ach, scheiß drauf. Aufwecker. Wir haben Frühwecker. Hast du die Trainer auch gerandomized? Die Trainer sind type-themed. Also ja, sie sind auch gerandomized. Also im Endeffekt ist alles gerandomized. Ich habe die Areas 1:1 mit Similar Strength gerandomized. Wir kriegen also keine Legendaries oder kommen gegen Legendaries zuerst an. Die Trainer sind team-typed. Und die Items habe ich komplett gerandomized. Die TMs habe ich aber so belassen. Weil nicht, dass wir dann als TMs sowas ständig kriegen wie Brüller oder Sonntag oder sonstiges. Und hier kriegen wir ein fucking Raupi. Okay. Ja, warum ist Raupi schneller? Ja, natürlich machst du jetzt Fadenschuss. Passt das jetzt übrigens von der Stimme her? Also ich habe mir ja nur ein bisschen hochgedreht. Ja. Geil. Das, ja. Okay, Schippo, viel Spaß noch. Ja, senk weiter meine Verteidigung. Du mich auch. Oh, wow. Du mich auch. Okay, hier kriegen wir einen fucking Raupi. Oh. Gut, spoilern wir uns mal hier oben. Ich würde Samuzzle wenigstens auf Level 7 oder 8 hochbringen. Also vielleicht irgendwie Tackle oder so. Oh mein Gott, ey Kickli, ich will's haben. Oh, das wird so scheiße wehtun. Gut, wir trainieren unten. Alles klar. Ja, ich habe kein kampffähiges Pokémon mehr. Okay, warte. Halt, hier wollte ich überhaupt nicht hin. Wir verlieren auch noch Geld dabei. Ja, wenigstens bist du gleich wieder geheilt. Oh, Mann. Aber weißt du was? Ist mir, wir rennen jetzt einfach zu Brix hoch. Und hoffen, dass da kein Encounter zwischendrin kommt. Also ich meine, jetzt kriegen wir hier noch für den Notfall... Ah, nee. Hätten wir ja noch einen Pokémon-Center gehabt, aber... Ich rette jetzt einfach mein Geld, indem ich Tränke kaufe. Ja, ich hätte gern 3. Nein! Ich möchte 3. Danke. Oh, Brix. Scheiß 50 Poké-Dollar kannst du haben. Wobei, ich habe mir letztens sagen lassen, das heißt eigentlich gar nicht Poké-Dollar, sondern Poké-Yen. Hä? Weil bei dem P die Doppelstriche,
Hier, die sind quer. Was natürlich an dem P liegt, aber angeblich aufgrund dessen, weil Yen hat ja auch dieses Ist-Gleichzeichen quasi. Deswegen soll das Yen heißen. Irgendwie klingt's cool, Poke-Yen. Vor allen Dingen, da man halt so dermaßen viel kriegt nach Kämpfen. Jo. Okay. Du mich ja auch. Ja, nee, Kindwurm ist nicht nice. Warte mal, ich speichere mal noch manuell. Save Game da drauf. Einfach nur zur Sicherheit. Kindwurm, das setzt einmal Drachenwut ein und fertig. Deswegen, ich hätte ganz gern das Kikli. Oh Mann, ich sehe, das geht ganz schnell hier. Das geht ganz schnell hier in die Hose. Wir werden nicht mal bis zur nächsten Route kommen. Wobei, wir können auch erst einmal die Route links von Rosalstadt nehmen. Und dann hoffen... Ich mache erst mal einen Härtner. Ah, wobei, kannst du Glut schon auf... Nee, das dürfte noch kein Glut kommen. Du müsstest Schnabel können, aber Schnabel ist effektiv. Fuck. Ach, Kratzer. Ja, habe ich auch festgestellt. Oh, fuck. Hau da erstmal einen fetten Crit raus. Ja, natürlich ist es schnell. Kunigund ist scheiße langsam. Gut, aber... Ah, sehr schön. Wir haben Flemmi getötet. Kunigunde, du bist gut. Naja, fast. Woo, Level up. Bitte gib mir einen Tackle oder so. Ey, das war gar nicht so übel. Ja, danke. Du mich auch. Ich weiß jetzt, warum Groot dich ausgesucht hat. Weil er Groot ist. Du hast dein Pokémon noch nicht lange und doch mag es dich schon. Fließ, ich glaube, du kannst mit ihm Pokémon-Freundschaft schließen. Nope. Definitiv nicht. Pokémon, die sich auf Freundschaft entwickeln, hassen mich.